Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Welche Fähigkeiten oder Talente du auch immer einsetzt, um deine derzeitigen Ziele zu erreichen, sie scheinen blockiert zu sein, Steinbock. Das könnte zu Frustration führen, wenn du es zulässt, aber tappe nicht in diese Falle. Wenn du dich nicht motivieren kannst, konzentriere dich auf etwas anderes, vielleicht eine Aktivität, die du noch nie ausprobiert hast. Das könnte deinen Geist wieder in Schwung bringen und deinen anderen Fähigkeiten Auftrieb geben. Gib dir den Freiraum, den du brauchst, um eine gute, gesunde Woche zu haben. Dazu musst du im Voraus planen. Überlege dir, wie du jeden Tag trainieren willst, plane mindestens 3 Mahlzeiten, die du zu Hause zubereitest, mit Resten für das Mittagessen am nächsten Tag, und gib dir eine generelle Uhrzeit, bis zu der du bettfertig sein musst. Diese Art der Planung wird dir dabei helfen, die Energie deines Körpers in hektischen Zeiten zu regulieren. Vielleicht fällt es dir schwer, dich voll und ganz auf deine Arbeit zu konzentrieren, weil vieles von dem, was du tust, im Widerspruch zu deinem derzeitigen Glaubenssystem steht. Überlege, wie dein Teil des Puzzles in das globale Gesamtbild passt und passe deinen beruflichen Weg entsprechend an. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten bedeutet, dass du die Gelegenheit hast, mit jemandem in Kontakt zu treten, der dich inspiriert hat, dich zu verlieben. Egal, in welchem Zusammenhang du dich mit ihm oder ihr unterhältst, es wird sehr ermutigend sein, denn es wird offensichtlich sein, dass er oder sie schon seit einiger Zeit dasselbe für dich empfindet. Mach dich ran! Heute ist der Kosmos darauf ausgerichtet, dir eine wirklich bemerkenswerte und unvergessliche Erfahrung zu bescheren. Mach dich darauf gefasst, dass sich im Laufe des Tages etwas ganz Besonderes entfalten wird. Während die Planeten harmonisch am Himmel tanzen, könnte sich eine unerwartete Begegnung oder Gelegenheit ergeben, die dich auf einen Weg führt, den du dir nie vorgestellt hast. Nimm das Unbekannte mit offenen Armen an, denn es birgt den Schlüssel zu neuen Welten der Freude und Erfüllung. Vertraue auf den großen Plan des Universums und lass dich von der Magie dieses Tages mitreißen. Ein hilfreicher Aspekt zwischen Mond und Uranus bringt eine lebendige Energie in die Party und versetzt uns alle in die Stimmung, mitfühlend zu sein und einander zu feiern. Auch deine übersinnlichen Fähigkeiten stehen jetzt unter Strom, sodass es der ideale Zeitpunkt ist, dein Pendel oder deine Tarotkarten zu zücken. Denke daran, einen reinigenden Atemzug zu machen, wenn du jemandem begegnest, der nicht gerade ideale Schwingungen hat. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir 2 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die Karte Stärke oder auch Kraft steht für innere Stärke, Mut und Widerstandsfähigkeit. Diese Karte zeigt an, dass du heute die Kraft in dir hast, Herausforderungen mit Anmut zu begegnen und alle Hindernisse zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Sie steht für eine Zeit, in der du dir deine innere Stärke zunutze machen und deine persönliche Kraft anzapfen kannst. Die Karte Stärke ermutigt dich, Situationen mit Geduld, Mitgefühl und Selbstbeherrschung anzugehen. Sie erinnert dich daran, dass die wahre Stärke nicht in der Kraft liegt, sondern in deiner Fähigkeit, das Gleichgewicht und die Kontrolle über deine Gefühle zu behalten.
Diese Karte lädt dich ein, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen. Neben der Karte Stärke haben wir den Herrscher. Diese Karte steht für Autorität, Struktur und Führung. Sie steht für eine Zeit, in der du die Verantwortung übernimmst, Ordnung schaffst und deine Autorität durchsetzt. Der Herrscher erinnert dich daran, deine Führungsqualitäten zu nutzen und Entscheidungen mit Klarheit und Autorität zu treffen. Der Herrscher fordert dich auf, dein Leben organisiert und diszipliniert anzugehen. Er erinnert dich daran, Grenzen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und ein Gefühl der Kontrolle über deine Umstände zu behalten. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du Struktur und Stabilität in dein Leben bringen musst. Die Karte Stärke und der Herrscher bilden zusammen eine starke Kombination für diesen Tag. Die Karte Stärke hebt deine innere Widerstandskraft und deinen Mut hervor, während der Herrscher das Bedürfnis nach Autorität und Struktur unterstreicht. Mach dir heute die Energie der Karte Stärke zu eigen, indem du deine innere Stärke anzapfst und dich Herausforderungen mit Anmut und Zuversicht stellst. Vertraue auf deine Fähigkeiten, Hindernisse zu überwinden und ein Gefühl von Gleichgewicht und Kontrolle zu bewahren. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Herrschers, indem du deine Autorität durchsetzt und Struktur in dein Leben bringst. Setze Grenzen, übernehme Verantwortung und treffe Entscheidungen mit Klarheit und Autorität. Setze deine Führungsqualitäten ein und schaffe ein stabiles und organisiertes Umfeld. Diese Deutung steht für einen Tag der inneren Stärke, der Führung und des Bedürfnisses nach Struktur. Mache dir die Energie der Karte Stärke zunutze, indem du deine Widerstandsfähigkeit nutzt und dich Herausforderungen mit Zuversicht stellst. Nutze die transformativen Qualitäten des Herrschers, um deine Autorität zu behaupten und Struktur und Stabilität in dein Leben zu bringen. Denke daran, Situationen mit Geduld, Mitgefühl und Selbstbeherrschung anzugehen. Nutze deine Führungsqualitäten und triff Entscheidungen mit Klarheit und Autorität. Wenn du die Qualitäten der Karte Stärke und des Herrschers kombinierst, kannst du den Tag mit innerer Stärke, Disziplin und dem Potenzial für ein stabiles und ausgeglichenes Leben meistern.